So, meine lieben Minecraft-Freunde, Folge 52 ist angebrochen. Ja, beim letzten Mal ein bisschen kontrolliert. Schon mal unten was aufgebaut, wo wir jetzt unseren Mulch herstellen. Ich hoffe, der ist jetzt mal ein bisschen weiter getuckert. Unser Teeröl fließt noch fleißig. Genau hier. Yep, das tuckert auf jeden Fall jetzt super. Da mache ich mir auch keine Gedanken drum, dass das nicht läuft. Vier Stück haben wir vor mal. Wir müssen jetzt immer ein paar Samen nachwerfen, was wir haben. Da können wir auch zum Beispiel einfach Cobblestone reinwerfen. Funktioniert auch. Bekommen wir bemoosten Cobblestone raus. Das ist eigentlich relativ egal. Das wollte ich laufen lassen. Jetzt wollte ich das mit dem Kies nochmal machen, dass ich schon mal meine Bahnstrecke aufbaue. Wo habe ich denn Kies? Kies, Kies, Kies. Da haben wir einen Stack. Da brauche ich vielleicht definitiv noch mehr. Ja, zwei Stacks sollten reichen. Aber es ist ein bisschen dunkel hier, ne? Da ist die Sonne. Komisch. Bisschen dunkel auf der Ecke ist es. Die Eimer brauche ich nicht. Die Redstone-Leitern brauche ich für später. Lassen wir jetzt erstmal hier ganz in Ruhe alles angehen. Da vorne muss ich irgendwo hin. Schaufel ist ein bisschen okay. Ja. Passt. Die passt, die Schaufel. So, und hier müssen wir dann lang. Hier ist wieder so ein Stein im Weg. Ja, komm, nimm die Axt. Ich habe jetzt auch nichts da. Das ist bei mir typisch. Brich's ab, bevor es fertig ist. Ja. Gut, haben wir jetzt nicht rausbekommen, ist ja auch egal. Das ist egal. Hoffentlich ich kann jetzt mein Kies hier weg bauen. Ja, auch Schweinchen ist ja gut. Pass auf, dass du nicht in den Kaktus reinläufst. So, Kies weg hier. Damit das auch nicht runterfällt, werde ich hier auch Holz drunter setzen. Dann fahr doch mal hier hoch. Hier hoch. Genau. Und jetzt mache ich hier einfach nur noch Hölter die Polter einfach hier durch erstmal. Ich glaube, brauche eine neue Schaufel gleich. Und vorne kommt, wie gesagt, die Leerstation. Für das Minecart gleich. Jetzt ist die Schaufel auch noch zu Ende. Das kann doch nicht wahr sein. Läuft die Uhr? Ach, die Uhr, die spinnt jetzt wieder. Warum spinnst du denn? Weiß auch nicht, warum die sich immer umschaltet. Naja. Kann ich auch nichts machen. So, machen wir hier gleich mal. Ah, guck mal, noch eine Schaufel. Machen wir mal zwei Stück. Gebrauchen kann ich sie immer. Gut, wenn ich ein Duell habe oder sowas, brauche ich das natürlich nicht mehr. Aber bis jetzt habe ich die noch nicht gemacht. Da müsste ich gleich noch eigentlich schon mal einen herstellen. Wäre ja gar nicht so schlecht. Irgendwie Bücher finden, da können wir uns eigentlich auf die Tour auch machen. Das machen wir jetzt gleich. Beim nächsten Part, würde ich sagen. Da kommen wir auf jeden Fall mit 4, 5 Touren auf jeden Fall ganz weit okay. Klopf, klopf, klopf. Wer ist denn da? Das weiß ich noch nicht. Tralala. So. Hier vorne steht auf jeden Fall fest, dass ich da hin muss. Ah, jetzt nehme ich hier meine gute Axt. Meine gute Spitzhacke. Die aber auch so langsam mal hier zur Neige geht. Ah, da ist ein bisschen Eisen. Habe ich aber erstmal genug von. So. Und dann werde ich auch, wie gesagt, Dampf rüber schicken. Muss ja auch irgendwo verbraucht werden. Dampf wird dann in, weiß ich nicht, diese Dampfmaschinen verbraucht. Ein bisschen auf jeden Fall, dass halt ein bisschen gepuffert ist. Ach, das ist wieder so ein Sandstein hier. So, und dann tue ich hier Holz rein. So, jetzt einfach nur das behindern, wenn ich das mal drunter buddeln sollte oder so. Oder mein Turtle da irgendwie Unfug mitmacht. Dass das halt nicht absackt, sozusagen, sondern eigentlich nur unter Holz dann drunter vergraben ist, damit das nicht runter sinkt. Ich hätte auch Cobblestone untersetzen können. Aber dann weiß ich zumindest, dass da was ist. So, komm, wir können, glaube ich, die Slabs wieder zusammenfügen, ne? Yep. 32 kommen wir mit aus. Ja gut, dann baue ich gleich ein Drill. Und da werde ich mich eigentlich schon auf die Versuche machen, auf der Suche, wo ich hin muss. Auf die Koordinaten. Ich glaube, die sind ziemlich weit geraten. Aber da will ich hoffen, dass wir was Gutes was finden. Dörfer hoffen, habe ich glaube ich auch aufgeschrieben. Ein Dorf, ja, gut. Naja. Besser als nix. Und ein paar andere kleine Dinge, die vielleicht mir noch was bringen würden, hoffentlich. So, aber erstmal das Kies hier ausbreiten.
Weil dann haben wir auf jeden Fall schon mal gesagt, hier wird unsere Bahnstrecke laufen und dann können wir da einen Bahnsteig drüber machen. Und die anderen Bahnen müssen ja vielleicht auch noch kreuzen oder sowas, das weiß ich noch nicht. Weil hier kommen ja nicht nur diese Bahnstrecke hin, hier kommen ja auch noch zig andere hin. Sprich eine Außenanlage für Kokereien oder sowas. Vielleicht noch, die vielleicht irgendwo außerhalb setzen, dass es ein internes Gebäude ist, dass ich hier nicht nur ein Gebäude habe, sondern vielleicht drei, vier oder sowas, dass ich dann gethemt, also einen Themenaufbau mache, wo was hinkommt. Gut, das haben wir. Kies kann weg. Es kann eigentlich relativ viel weg. Weil ich auf der Reise natürlich nicht alles mitnehmen möchte. Das kann weg, das kann alles weg. Das kann weg. Erde brauche ich nicht. Aber brauche ich auch nicht so viel. Ich könnte auch ein bisschen nehme ich mit. Voll, voll. Ist irgendwo noch eine Kiste leer. Ah, dann nehmen wir einfach die hier. Kiste nehmen wir mit. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Die Schüsseln, die müssen Platz haben. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Golden Backpack brauche ich, das brauche ich nicht. Dann schauen wir mal, was wir jetzt für den Drill brauchen hier. Pack nehme ich noch nicht mit, ich nehme einfach nur so einen einfachen Diamantdrill mit. Und will, da brauche ich eine Batterie für und ein Circuit und veredeltes Eisen. Goodie. Sollte ich noch hinbekommen. Kupfer. Das. Redstone. Veredeltes Eisen, Eisen und drei Diamanten. Und Zinn. Dann brauchen wir jetzt erstmal Batterien. Sieben Stück. Ich mache, glaube ich, schon mal ein Bedpack gleich mit. Das ist, glaube ich, auch besser so. Sieben Stück davon. Jetzt brauche ich ein paar Kabelchen. Einmal, zweimal. Ah, dann machen wir gleich mal zweimal. Na, wie ging das jetzt nochmal? Ach. Ja. Ich kann das ja auf verschiedene Art und Weise eigentlich zusammenquäften. So. Da brauchen wir, glaube ich, auch zwei Stück von, oder? So ein Circuit. Das steht fest, da oben ist das. Ne, das ist Electric Jetpack. Jetpack. Wo haben wir es denn? Da. Ja, da brauchen wir auch einen von. Gut. Zwei Circuits. Einen brauche ich. Und dann machen wir jetzt erstmal ein Bedpack. Dankeschön. Dann machen wir jetzt den Drill. Dankeschön. Und daraus machen wir einen Diamantdrill. Dankeschön. Die lassen wir jetzt ganz in Ruhe aufbauen, damit wir schon mal einen Diamantdrill haben. 20 Erfahrungspunkte. Ja. Schauen wir mal, ob ich da noch mit reich werde. Gut, du füllst jetzt auf. Dann habe ich unser Bedpack schon mal drin. 20 Erfahrungspunkte könnte ich eigentlich einlösen. Ich hätte da bestimmt irgendwo schon ein Buch gehabt. Ne, das nicht. Ich müsste eigentlich da vorne eine Truhe aufbauen, wo ich dann halt meine Bücher rein tue oder so. Plünderung, das ist gut für ein Schwert. Dornen, nein. Eine Kiste, warte mal, ist da ein Buch drin gewesen? Ich sortiere mal gerade. Hier ist kein Buch drin, schade. Wo habe ich denn hier ein... Ich meine, ich hatte doch ein Buch gehabt. Ich bin da nicht von allen Wolken gefallen. Ich meine, ich hatte doch noch ein Buch irgendwo in Reserve hier. Ne, auch nicht. Wo habe ich denn die ganzen Bücher hängen? Also auf jeden Fall eins hatte ich noch. Ne, das ist jetzt das Plünderung gewesen. Sonst mache ich mir noch eins. Aber ich war der felsenfesten Überzeugung, dass ich noch ein Buch irgendwo rumliegen hatte. Ist auch nix. Da ist Leder. Ne, ist nicht mehr da. So, dann haben wir noch ein Buch. Damit wenigstens unsere 20 Punkte nicht irgendwie verloren gehen, wenn wir gleich die Monster anschalten und so was. Eine Kettensäge. Können wir eigentlich auch machen, ne? Dann machen wir hier noch raus zwei Batterien. Dann haben wir zwei, haben wir eine in Reserve. So, danke schön.
Ich meine, das Rezept ging doch irgendwie auch noch so, oder? So auch nicht. Naja, machen wir so. Und nehmen jetzt die 6 einzeln, so 6 Stück. Dam, dam, dam. Ein Circuit, eine Batterie. Und einmal eine Kettensäge. Dankeschön. Und die Lavazellen, die nehme ich jetzt auch noch raus. Die können in den Generator, dann können das auch schon mal auffüllen. Da muss ich ja auch mit Yu-Yu Metal, werde ich dann eine Solarpanel-Fabrik aufbauen, dass das auch auf jeden Fall gut läuft. So, machen wir hier. Dann weiß ich nicht, machen wir 10 Stück hier. Na komm. 15 Stück. Danke. Einmal bitte auffüllen. Das ist super. Jetzt lassen wir im Moment noch laufen. Dann schmeiße ich da alles raus, nehme alles mit und dann werde ich mich auf der Suche machen. Vielleicht finden wir sogar geile Bücher. Das wäre auch noch super. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was sich hier so findet. 9, 10, 16, was haben wir? Feuerschutz 2. Naja. Haben noch viel Level, könnten wir irgendwie verbrauchen, können wir ansammeln. Ist eigentlich schnurzpiep egal. Feuerschutz 2 gut. Wenn wir in die Hölle gehen, ne, hätten wir Feuerschutz. Zumindest auf eine einfache Rüstung oder so. So würde sich ja sozusagen anbieten dann. Habe ich denn? Ne, ich habe keine Rüstung an. Aber unser Jetpack müsste noch aufgefüllt werden dann. Na komm, Kettensäge. Kettensäge nehme ich jetzt nur sozusagen als Verteidigung. Das brauche ich nicht. Das kann gleich in den Rucksack rein. Hier. Was brauche ich denn noch nicht? Zumindest was ich mitnehmen kann, aber nicht brauche hier. Na, eigentlich eine Ersatzschaufel kann hier bleiben. Und die Zellen tue ich mal als Reserve hier rein. Einmal Jetpack auffüllen, danke. Dann schmeiße ich weg, was ich nicht brauche. Schalte dann beim nächsten Mal die Zombies ein bei der nächsten Folge. Und dann machen wir uns eigentlich schon auf den Weg. So, das Buch irgendwo hier reingepfeffert. Die Batterie noch irgendwo reingepfeffert. Jetpack, Maschinen. Und es lohnt sich auf jeden Fall irgendwie Glück drauf zu haben oder Effizienz, dass sowieso das ein bisschen schneller geht. Damit die da ein bisschen bearbeiten und mit Glück auf jeden Fall. Wie gesagt, mit Glück können wir danach erreichen, mehr Diamanten, mehr Redstone und so was rauszubekommen. So. Dann warten wir noch einen Moment. Uno, momento, bis das aufgeladen ist. Ja, 12 Minuten reicht auch. 12, 13 Minuten ist schon okay für die Folge. Er ist gleich fertig, ich werde zurückgehen, mich hinlegen und die Folge beenden. Und dann beim nächsten Mal geben wir uns dann so leicht auf Reise. Bis dahin, euer Flash-Holter B und tschüssen!